Hallo und herzlich willkommen hier zur 92. Folge von Transport Fever auf MicroHazard TV. Ich bin der Eichstring und freue mich, dass ihr jetzt wieder eingeschaltet habt hier auf unserem kleinen Kanal. Hier waren ja voll die Hochhäuser überall schon in New York. Wie ihr seht, überall wachsen hier die Wolkenkratzer aus dem Boden. Und rund um den Bahnhof zumindest. Stadt wächst hier hinten, Neubausiedlung quasi, hier hinten schon auf der anderen Seite von der Bahn auch schon. Also hier wird fleißig gebaut überall, und aber wir haben nämlich auch gebaut. Wir haben in der letzten Folge hier, guckt mal hier, Gleise gebaut. Von Yonkers kommend runter, unterirdisch geht es hier runter und dann geht es in den Tunnel rein. Und wo es dahin geht, das zeige ich euch gleich noch, denn erstmal möchte ich noch Gleise in die andere Richtung legen, nämlich dass man von New York aus auch direkt dorthin fahren kann. Und das denke, das werde ich auch noch hoffentlich hinkriegen. Einmal eine Weiche hier reinziehen. Ja, da ist die Brücke wieder im Weg. Das hätte ich mir fast denken können, dass die Brücke da wieder stört. Ja. Ich verstehe es nicht, ne? Ich muss die Brücke abreißen, damit ich da das Gleis bauen kann. Aber ist okay, wenn er der Meinung ist, dass das so ist, dann ist das halt so, ne? Dann müssen wir damit durch. So, ein bisschen mehr Speed hier vielleicht. So. Ne. So, und dann müssten wir, nein, ich lasse mit der Brücke gleich mal, machen wir gleich noch wieder rauf die Brücke. So, und das wäre dann dieses Gleis, das hätten wir dann schon erledigt. Jetzt wäre nur die Frage, wie schaffen wir das in die Gegenrichtung? Und da wird es ein bisschen tricky, da müssen wir hier mal gucken, dass wir hier wahrscheinlich wieder die Straße nochmal wegnehmen, die wir hier gebaut haben schon. Aber das wird später einfach ein bisschen umgebaut und dann kriegen wir das schon hin. So, Gleise brauchen wir jetzt nämlich nochmal. Hier müssen wir jetzt nämlich einen Tunnel im Tunnel einen Abzweig machen. So. Also eben letzte Folge ging es noch mit im Tunnel Abzweig machen. So, jetzt geht's doch, wollte ich gerade sagen. So, wir wollen natürlich unten bleiben. So. Erstmal, damit wir hier in die richtige Richtung kommen überhaupt. Und so weiter, genau. Und jetzt möchte ich von hier noch bis da. Und jetzt will ich hier die Kurve haben. So, können wir schon eine Stufe hochgehen? Ne, können wir nicht, sonst gehen wir gleich auf den Tunnel raus. Also bleiben wir hier noch drin. So. So, und jetzt möchte ich hoch. Und zwar rapide nach oben. Dass wir hier noch anschließen können. Kommen wir da ran? Ja, wunderbar. Wunderbar. Schon haben wir es angeschlossen. Und schon haben wir es erledigt. So, wir können hier in der Mitte ein bisschen das Terrain ein bisschen absenken. Das sieht ein bisschen komisch aus. So, jetzt gleichen wir das noch ein bisschen an hier. Einfach. Ein bisschen optisch. Bisschen Optik. So, hier drüben auch noch. So, haben wir ein bisschen Optikarbeit geleistet. So, genau, dann können wir jetzt eigentlich, haben wir jetzt die Gleise fertig. Und der Tino hat sich das gewünscht, dass wir das bauen. Und deswegen haben wir das auch gebaut. Und hier werden wir jetzt gleich nochmal die Straßen neu ansetzen. So. Genau. Bauen wir gleich die schönere Straße hier. Schön rum. So. Nee, wir können hier die Kurve machen. Dann gehen wir hier wieder zurück. Kann hier das Gewerbegebiet theoretisch sich auch noch reinbauen, wenn es dann möchte. Vorne machen wir so eine kleine Stichstraße hier. So.
Auf der Seite haben wir die Gleise noch, die Straße noch gar nicht weitergebaut. Da haben wir gleich schon ein Kollisionsproblem. Das ist natürlich auch der Knüller immer. Ich liebe es. Hier haben wir ein Kollisionsproblem. Aber jetzt haben wir es lustigerweise nicht. Das ist immer irgendwie alles sehr mysteriös hier, was Straßenbau angeht. So, wir bauen hier auch noch ein paar bisschen Straße rein einfach. Kann man noch so ein paar Querstraßen durchziehen, wenn man will. So. Und wir müssen natürlich eine Brücke erneuern noch, die wir weggerissen haben. Die muss jetzt wieder ausgesetzt werden, weil ansonsten ist hier die Strecke unterbrochen und das wollen wir ja nicht, wa? Dass hier was unterbrochen ist und so. Brücke wieder neu ruf. Brücke ist auch wieder drauf. Müsste alles erstmal schön sein, soweit. Sollte jetzt alles wieder fahrfähig sein. Und ja, so kann man es erstmal stehen lassen, denke ich. Gut, lassen wir mal wieder die Strecke ein bisschen rollen, die Gleise hier. Und ich erstelle mal die Linien, wo nämlich dieses überhaupt hinführen soll, was wir hier gebaut haben. Und zwar fangen wir mal an in New York, nämlich, weil von New York aus werden wir schon auch einige Fluggäste vielleicht haben, die gerne zum Flughafen würden wollen. Und da kümmern wir uns mal drum. So. Denn ihr habt es gerade schon gehört, vielleicht habt ihr eigentlich schon verraten gerade. Es geht zum Flughafen. Wir fangen hier an. Ich möchte über. Hat da keinen Wegpunkt? Doch. Über den Wegpunkt rausfahren und dann geht es jetzt hier über die Strecke in Richtung Yonkers und dann biegen wir mich ab. Haha. Und daher ich hier einen Wegpunkt setzen kann im Tunnel. Ich möchte auf jeden Fall hier hin. Mal gucken jetzt, ob ich da unten Wegpunkte setzen kann. Zack, Wegpunkte. Wo ist denn der Bau zu Ende? Da, gut. So, Wegpunkt 1, Wegpunkt 2, Signale müssen dann immer hin. Ich hätte gerne die andere Seite. Ach, entschuldigt bitte. Entschuldigt. Manchmal muss das einfach raus. So, da ein Signal. Ich kriege halt auf die andere Seite, oder was? Doch, da. So, gut, okay. Es ist nicht so einfach, das mal zu erkennen, wo das denn nämlich alles ist, immer hier. So, mal gucken. So, Signal auf die Seite und hier ein Signal auf die Seite. So, dann haben wir da nämlich jetzt ein paar Signale und noch ein paar mehr setzen hier. Ein paar Signale müssen schon sein auf der Strecke, dass auch ein paar Züge da drauf fahren können. Ne? So, mal gucken, dass wir das hier einigermaßen verteilen, ein bisschen im Tunnel. So, hier kommt jetzt der Abzweig, da werden wir natürlich nochmal davor ein Signal setzen und natürlich dahinter kommen auch nochmal Signale. So, nehmen wir erstmal die Originalstrecke weiter Richtung Yonkers. So, und jetzt nochmal vorm Tunnel hier. So. Hinten machen wir an der Weiche natürlich gleich wieder ein Signal. So, jetzt sind wir ja Gott sei Dank draußen hier. Jetzt haben wir ja wieder ein bisschen bessere Sicht. Da müssen wir natürlich hier ein Signal hinstellen und da ein Signal hinstellen und da eins und da eins. So, die New York-Strecke machen wir gleich. Den Abzweig dann den anderen. Dann machen wir hier noch. So, da haben wir schon ein Signal, das ist perfekt. So.
So. Hier davor, da davor. Da stehen noch alte Flügelsignale, die können wir mal jetzt wegnehmen hier. Das tauschen wir gleich mit aus. Wenn wir schon gerade hier sind, dann können wir das gleich mit austauschen. So, dann haben wir hier unten noch so ein paar Signale. So, wir hier im Tunnel noch den ein oder anderen Signal noch platzieren. So, ich denke, das sollte für die Strecke, ja, grob reichen. Ich setze sie sonst dichter, okay, aber das sollte eigentlich passen. So, Wegpunkt haben wir da unten gesetzt. Wo ist die neue Linie jetzt? Die müsste ganz unten sein. Naja. So, ich würde nämlich gerne, bevor wir hier in den Bahnhof reinfahren, würde ich natürlich jetzt gerne noch einen Wegpunkt setzen. Ich muss das so haben, sonst sehe ich das nicht. Jetzt kann ich hier keinen Wegpunkt setzen, oder was? Kann ich hier rumtricksen, wo der wäre, oder wie? So, guck mal, hier unten wäre der Wegpunkt. So, Yonkers 8, das müsste hoffentlich passen. Warum sehe ich nicht, wo der hinführt, auf welches Gleis? Naja, wird schon hinhauen, der andere machen wir andersrum. Machen wir mal die zweite Linie gleich noch von Yonkers und die nutzen wir endlich auch mal das andere Gleis, das wir bisher gar nicht benutzen. Ich sehe gerade, wir haben gar keine wie heißt das, Wegpunkte gesetzt hier. An dem Bahnhof hat denn die Route gar keinen Wegpunkt hier drin für Yonkers? Ne, das ist ÖPNV Yonkers. Das wollen wir nicht. Wir wollen die andere Zugverbindung nach Yonkers. Wo ist er? Frisco Yonkers. So. Wir von New York City nach Yonkers, aber bitte über diesen Wegpunkt. Genau. Okay. So, du fängst an, bitte mal hier und fährst dann über diesen Wegpunkt. Jetzt müssen wir wieder suchen, wo der andere ist. Kommen wir halt so nicht ran, ne? So, diesen Wegpunkt da wollen wir haben. Der ist dann genau da drüber hier unten. So. Das ist der sein, Yonkers 9, genau. Und über diesen Wegpunkt dann in diesen Bahnhof rein. Und ja, dann hätten wir die beiden Linien auch. Mal gucken, ob wir gleich noch ein paar Züge raufklatschen können. Und dann wollten wir das haben, hoffentlich. So, Linie 1 und machen wir mal hier Personen Airport Shuttle. Dann machen wir Airport. Ja, ja, oder machen wir. Machen wir mal hier Young Air. Ja. Moment. New York City. So, New York City nach Young Airport. So. Hätten wir. Und die andere Linie heißt dann mal eben schnell Personen von Young nach Young Airport. T passt nicht mehr, gut, dann halt nur Airport. So, dann ist das halt super. Aber eigentlich hätte ich gerne erst vorne, erst Airport stehen, das ist besser. Machen wir mal Air Shuttle, so. Einfach AS von Young. Airport halt und der andere fängt ja mit New York City an. Da müssen wir dann zu N wieder hochgehen. War nicht ÖPNV. Oh, hier ist er. So, dann tun wir den auch mal umbenennen. AS New York City Airport. So. Dann sind die jetzt nämlich beide hier oben jetzt mit A, müssen sie oben stehen, genau.
Da sind sie beide und da brauchen wir natürlich Züge für und das machen wir erstmal für die New York-Seite, denke ich, fertig, dass wir da Züge von New York her schon fahren haben und da gucken wir mal, was wir da nehmen. Ich denke, dann werden wir auch wieder unsere schicke Lok nehmen hier, wieder die gute. Und wo fahren wir zum Flughafen? Was wollen wir nehmen? Das, das oder das? Ich weiß nicht recht. Ich würde gerne was anderes nehmen als so üblich, aber ja, was nehmen wir da, ne? Wir haben 33 Passagiere und wir können ja viel aufnehmen, echt. Wir nehmen die einfach 1, 2, 3. Wir lassen es erstmal auf 3 Waggons. Das sind dann 99 Fahrgäste, also. Ja. Ja, oh, lassen wir es erstmal. So, da kaufen wir denn mal aber gleich mehr von. Da machen wir mal hier, das ist der New York City, das ist der hier. Airport und da kaufen wir gleich noch einen zweiten. 1, 2, 3 für New York Airport. Und vielleicht noch einen dritten. Oh, und erstmal lassen wir es auf 2. Na, aufstocken können wir immer noch. 1, 2, 3, zack, 1, 2, 3. Und das, die sollen jetzt aber allerdings über Yonkers fahren. Da ist das Problem, da werden wir den Bahnhof nicht erreichen. Genau. Das ist immer blöd. Quasi müssten die jetzt auf die New York-Route erstmal setzen. Und wenn die dann runter sind von der Strecke, dann müssten wir ihnen die Route wechseln. Und ja, machen wir das. Schicken wir die erstmal nochmal hier Zug 47, 48. Und die schicken wir jetzt erstmal auf die New York-Strecke mit drauf. Und die tun wir dann, sobald sie die Strecke verlassen haben, entsprechend auf die Yonkers-Strecke wechseln lassen. So, die Folge ist dann auch gleich wieder zu Ende. Ich möchte nur noch schnell die Züge jetzt hier richtig eingliedern quasi, damit ihr das auch noch mitbekommt, dass die ersten Züge da überhaupt hinfahren. Und dadurch machen wir die Zeit ein bisschen zügiger und staut sich jetzt hier natürlich ein bisschen wieder. Die Züge müssen jetzt erstmal wieder hier eingliedern sich. Warum fährt denn der nicht rein? Ist da kein Signal? Ist da ein Signalproblem? Hätte er doch reinfahren können, eigentlich. Das beobachten wir mal, dass es hier nicht zu Problemen kommt. So, der muss hier halten, genau. Natürlich haben wir zum Airport natürlich noch keine Fahrgäste. Ne? Das ist ja alles ganz neu noch, da haben wir noch keine für. Aber es würde sich relativ schnell dann so ergeben. So, jetzt hat der echt noch die Vorfahrt gezogen hier. Der böse Zug. Ja, staut sich gerade so ein bisschen hier, aber dann müssen wir durch. So, und los. Das ist jetzt ein Zug nach zum Airport hier, da kommt wieder einer nach Frisco. So, was bist du für einer? Du bist der nächste schon dann direkt. Haben wir gleich. Gleich haben wir es einklassifiziert hier. Und dann das ist der, der gerade rausfährt, die 47 oben, genau. So, der 48 fährt rein und dann der muss warten. Kommt der raus. Und das müsste einer sein aus Yonkers, genau, der müsste dann eigentlich reinfahren können direkt. Wenn es sich hier nicht stauen würde. Und rein mit dir. So, ihr seht jetzt ganz schön was los. In der Zwischenzeit. In New York am Bahnhof hat er schon die ersten 3 Fahrgäste Richtung Airport. Der Wahnsinn, dass da jetzt schon die ersten aufkommen. Geht echt zügig, muss ich sagen. Richtung Airport, aber 2 Züge davon müssen noch gewechselt werden von der Route und das machen wir jetzt, weil der eine, der ist schon auf dem Wege, dass wir das wechseln können und deswegen geht er jetzt auf die Yonkers Route. Er fährt erstmal nach Yonkers freiwilligerweise und ihn können wir auch schon wechseln. So, du fährst dann auch die Airport Yonkers Route. So, und dann müssen die beide jetzt auf der richtigen Route sein. Genau, sind sie auch. So. Ihr seht, hier geht's ab. Warten wir auch schon wieder für den Flughafen? Nein, hier warten wir keine für den Flughafen. Könnte aber trotzdem noch kommen. Ihr seht, hier ist wirklich viel Verkehr auf der Straße hier.
gibt halt nicht so viele Straßen. Ne? Jetzt möchte ich was los, auf jeden Fall. Warten wir mal, bis die Züge hier rauskommen. Ich würde gerne mal sehen, dass die Züge rauskommen. So, da kommt einer, der nach New York ist natürlich. Der andere kommt hier raus, der nach New York. Ja, und da kommt schon. Ah, der schießt noch durch hier. Der hat sich noch vorgedrängelt quasi. Aber macht ja auch Sinn. Da ist schon einer Richtung Flughafen von Yonkers aus. Interessant, interessant. Ich würde jetzt nur gerne noch sehen, dass hier einer Richtung New York rauskommt wieder. Da ist einer mit 37 Fahrgästen. Das ist natürlich der Hammer, dass da jetzt schon so viele sind. Aber ich glaube, die nutzen das auch als Alternative jetzt, um nach New Yorkers zu fahren. Weil dann braucht man nicht darüber fahren, dann kann man auch hier rüber fahren. Aber ich sehe jetzt schon, der Flughafen hat eindeutig mehr Passagiere jetzt, kann das sein? Der Flieger hat jetzt hier 51, das ist natürlich gleich viel mehr. Und dann müssen wir mal schauen, ob sich das jetzt gelohnt hat, wirklich mit dem Untergrundbahnhof hier. Tino, ne? Der startet jetzt mit 31 Fluggästen, das ist schon eine recht gute Zahl. Zumal jetzt hier auch, guck mal, was hier jetzt gerade ausgestiegen ist. Wo laufen die jetzt hin? Laufen die jetzt zur Straße oder laufen die zum Flughafen? Interessant. Die laufen in die Stadt, Richtung Straßenbahn hauptsächlich. Na gut, aber man kann halt auf diesem Wege jetzt auch nach New York fahren. Theoretisch. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, nach New York zu fahren. Oder in die Innenstadt zu fahren. Ne? Kann man mit dem Zug fahren. Wo fährt denn der Zug hier hin? Der fährt nach Yonkers und... Ach, da ist gerade einer auch Richtung New York. Mit 6 Fahrgästen. Gut, aber es läuft erstmal. Mal gucken, ob wir damit das jetzt ein bisschen verbessern konnten, wieder hier alles. Und ihr seht ja, New York wächst immer weiter. Und wir haben jetzt schon für die Airport-Linie wieder 16 Fahrgäste stehen. Und ja, möchte ich was los hier auf jeden Fall. Das Spiel speichert nochmal und danach beenden wir auch die Folge. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und morgen werden wir uns, die restliche Woche werden wir uns mal darum kümmern, dass hier Tucson, Victorville und Tacoma auch mal ans Bahnnetz angeschlossen werden. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, ihr hattet Spaß, wie gesagt. Und sage ciao, tschüss und bis morgen. Tschüss.